Mitbürgerinnen und Mitbürger in Berlin, hier demonstrieren wir in einem breiten Bündnis zu den Gräbern von Karl Rosa. Wir sind der Block der Deutschen Kommunistischen Partei. Wir sagen in diesem Jahr, wir müssen deutlich machen, wir brauchen Frieden mit Russland und China. Wir brauchen raus aus der NATO, stoppt die Hochrüstung. Wir brauchen Heizung, Brot und Frieden. Wir zahlen für die Kriege unserer Herrschaft. In 0,0 wurde ein Hochrüstungsprogramm von 100 Milliarden aufgewickelt. Der Rüstungsbetrag liegt bei 80 Milliarden. Wir bezahlen für diesen Krieg. Wir bezahlen für die Waffenlieferung in die Ukraine, die keinen Frieden schaffen. Wir bezahlen mit der Inflation, wir bezahlen mit den explodierenden Energiepreisen. Das dürfen wir nicht mehr mitmachen. Wir müssen den Herrschenden in den Arm fallen. Frieden mit Russland und China für Heizung, Brot und Frieden. Der fährt so schnell. Das letzte Jahr stand im Schatten des Krieges, Aufrüstung und Inflation. 100 Milliarden für die Bundeswehr über Nacht. Das bedeutet sozialer Kahlschlag für uns auf allen Ebenen. 100 Milliarden für Krieg und Tod, aber kein Geld für Krankenhäuser, Kitas, Schulen und Universitäten, Freizeiteinrichtungen und Kultur. Was die Corona-Lockdowns noch nicht komplett vor die Hunde ging, wurde im letzten Jahr von der rasanten Inflation und der sogenannten Zeitenwende platt gemacht. 100 Milliarden, kann sich überhaupt irgendjemand vorstellen, wie viel Geld das ist? Und das wären Kosten auf Nahrungsmittel, Sprit, Heizung, Energie und vieles mehr ins Unermessliche steigen. BAföG, Löhne, Ausbildungsgehälter stiegen dabei kaum. Im Gegenteil, wir erleben einen Reallohnverlust von bald 5%. Die Konzerne drehen kräftig an der Preisschraube, fahren unübertroffene Gewinne ein und schütten Dividenden in Milliardenhöhe aus. Als KommunistInnen in diesem Land stehen wir in der Tradition von drei konsequenten Anti-Imperialisten, welche ihr Leben für den Kampf gegen Krieg und Faschismus gaben. Und heute, 104 Jahre später, wird ohne Problem die größte Aufrüstungskampagne seit dem Hitlerfaschismus in der BRD über Nacht durchgewunken. Während wir nicht wissen, wie wir unsere Nebenkosten bezahlen sollen, geschweige denn die nächste Miete oder Einkauf, machen deutsche Konzerne ungestört riesige Profite mit Krieg und Krise. Lasst uns daher laut sein und heute hier in der Tradition von Liebknecht und Luxemburg ein klares Zeichen setzen.
gegen Krieg und Krise, gegen Inflation und Preissteigerung und für eine Zukunft, in der es sich zu leben lohnt.